Moin Leute, er hat mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Doka Metal Video und es gibt Informationen zu Part 2, nämlich haben wir in der frühen Data Download bekommen und da gucken wir uns mal an, welche Events, Missionen und weiteres uns erwarten wird. Ich werde so ein bisschen mein Feedback geben, auch zu dem neuen LATEC Broly EZA, schauen wir uns an mit ein paar Berechnungen von der vertrauenswürdigen Quelle, nämlich Luca, mit dem habe ich hier und da schon öfters über APT gesprochen, dementsprechend kommen wir da später zu. Aber lass uns mal beginnen mit dem Post von Broton, der fasst es immer sehr, sehr gut zusammen, was es denn jetzt Neues gibt. Und da beginnen wir ganz simpel mit dem Free-to-Play-Charakter in Super Saiyan Kid Trunks. Der kommt nämlich am 10. September raus um 8 Uhr morgens. Falls ihr euch fragt, ja wann beginnt Part 2, hoffe ich habt ihr euch das Video angeschaut. Nämlich da wurde erklärt, 10. September sollte das Startdatum für Part 2 sein. Und so ist es schlussendlich auch. Ansonsten der Part 2 Banner, da richtet man sich so in etwa für den 13. September ein. Wir haben jetzt einen Doka Now. Am 11. glaube ich um 16 Uhr, 11. September, 16 Uhr kommt ein Doka Now, schaut da gerne vorbei. Ich probiere es zu schaffen, das abzudecken, ich bin mir nicht sicher, weil ich vielleicht noch auf dem Weg gerade heim bin von der Arbeit oder noch auf der Arbeit, bin ich mir nicht sicher. Am Abend wird es aber meine Informationen diesbezüglich geben, mit vielleicht Berechnung. Sehr schön, okay, dann kommen wir quasi zu neuen Quest Mode Stages, die gibt es dann quasi schon ab heute. Dem 9. September, aber das ist für mich nicht Part 2, das ist für mich einfach so random, was immer mit reingeworfen wird. Wir haben eine weitere Story-Event und zwar ist das Trio in Danger Adventure at Nadate Village und da haben wir eine Stage nur. Dort gibt es quasi Baba Treasures, also wir werden das gleich sehen und zwar so ein Kristall, dazu kommen wir, wenn wir weiter runter scrollen. Wir haben SBR Stage 85, Entrusted Will, geht live auch morgen, okay, weitere Super Battle Rodo Stages. Genauso wie Extreme The Area Movie Edition und zwar von Esther Videl. Dort bekommen sie ihr EZA. Gehen wir auch später durch, wie gut sie dann jetzt geworden ist oder wie schlecht, je nachdem. Dann gibt es hier ebenfalls die Medals für diese Esther Videl. Ich finde persönlich, man hätte auch mehr EZAs bringen können. I don't know, man hat zu Part 1 sich schon echt zurückgehalten und zu Part 2? Da hätte ich jetzt erwartet, dass man direkt noch ein paar Sub-EZAs raushaut. Wo sind die ganzen Sub-EZAs? Hallo Dokan, Sub-EZAs. Dann haben wir eine weitere Stage für The Devil Awakens Stage 2. Das müsste die schwierige Stage sein. Ja, ich glaube, das müsste die schwierige Stage sein, wo ihr mit einem Super Saiyan Goku schon in Stage 1 rein musstet. Und das Ganze dann ein bisschen schwieriger wurde mit einem Super Saiyan Goku. Jetzt gibt es dafür eine Stage 2. Und da gibt es auch wieder Missionen, abhängig von den Charakteren, die ihr mitnehmen könnt. Und dann wird wahrscheinlich auch der Boss ein bisschen schwieriger. Dann haben wir zwei Stages für das Demonic Attack. Das ist das Paragus Event. Dort kriegt ihr dann quasi auch die Medals für den neuen Free-to-Play Trunks. Also die müsst ihr so oder so clearen. Wir haben das EZA von LATEC Broly mit am Start. Geht morgen live um 10 Uhr. Also auch wieder Part 2 Start um 10 Uhr. Sehr schön, nimm mal mit. Freue ich mich. LATEC Broly, einer meiner Favorite Charaktere. Und wie ich ihn jetzt finde, kommen wir auch zu. Dann haben wir ein neues Battlefield und zwar Stage 79, also das zweite Battlefield in dieser Celebration. Nehme ich auf jeden Fall dankend an, das sind nochmal so um die 30 Stones. Also da, also, da macht man jetzt nicht. Blöd, da bin ich ehrlich, die Free Stones nimmt man mit. Okay, ansonsten noch einen Burst Mode, auch immer mitnehmen. Und hier haben wir jetzt quasi diese Barbershop Treasures aus diesem einen Event, was ich vorher erwähnt hatte, wo quasi es nur eine Stage gibt und es eine sehr kurze Stage gibt. Nämlich sind es diese Trade Jewels Crystals of Nadate Village und dementsprechend mal gucken, was man da so als Rewards bekommt. Ebenfalls gibt es noch eine Coop-Campaign, das haben wir auch Missionen für und da kriegt man einen neuen Wallpaper, nämlich Broly Movie Second Coming und dementsprechend wird sich auch Part 2 LRs darum drehen, um diesen Broly Movie Second Coming. Ich persönlich freue mich sehr, ich finde das Super Saiyan Gohan Artwork im Hintergrund sehr, sehr neat. Dementsprechend einen Super Saiyan Gohan, einen Kid Trunks und Goten LR. Sowas fände ich auf jeden Fall geil. Kid Trunks, Goten LR mit Swap into Gohan und dann into quasi Family Kamehameha, Goten, Gohan und Goku. Fände ich auf jeden Fall geil. Das könnte ein cooles Konzept sein. Wir haben auch einen neuen Title Screen. Wir sehen Legendary Super Saiyan Broly und natürlich Second Coming Movie Wallpaper. Dementsprechend also Second Coming Legendary Super Saiyan Broly als Dokkan Festival LR sehr wahrscheinlich. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel, was ich erwähnen muss. Dementsprechend würde ich persönlich sagen, lass uns zur nächsten Information springen. Und zwar kriegen wir Skill Ops. Es gibt ein Event, bei dem wir Skill Ops bekommen und dafür bekommen wir gebundene Skill Ops für das, Goten und Gohan, das GG-Duo. Shoutout geht raus an Nambra.
Aber dieser Charakter wird vermutlich keinen Super Easy A bekommen. Ich gehe davon nicht aus. Man hat ihm einfach Equipment gegeben. Warum, weiß ich persönlich nicht. Ich finde den Charakter nicht gut und aktuell auch, also aktuell kriegt er einfach aufs Fressbrett. Dementsprechend weiß ich nicht so ganz, was sie mit dem vorhaben. Hingegen L-Attack Broly mit seinem Easy A, sehr stark, dass der gebundenes Equip bekommt, genauso wie Int Broly. Und jetzt kommt der Knüller, nämlich LRSTR Broly bekommt auch sein Special Equip. Ist das vielleicht ein Hinweis für einen Super Easy A? Sparen sie sich allen Content auf für quasi zweite Hälfte Part 2 und Part 3? Ich kann es euch nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Worldwide Celebration, so trocken wie sie ist, noch einen Knüller mit sich bringt und das wäre das Super Easy A von LRSTR Broly. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen, aber da ist einfach offen. Muss nicht sein, ne? Muss nicht sein, kann sein. Auf jeden Fall Equipment für ihn gebunden ist, bin ich auf jeden Fall down für. Auf jeden Fall. Wo das gebundene Equipment ist für den STR Broly, den TUR, keine Ahnung. Also weiß nicht, was sie mit dem vorhaben und wann der seinen Super Easy A bekommt, aber das sollte ein logisches Super Easy A sein. Okay, kommen wir zu den Charakteren, die jetzt ihr quasi Awakening bekommen oder ihr Easy A oder quasi neu mit dabei sind. Und da schauen wir uns zuerst einmal L-Attack Broly an. L-Attack Broly mit seinem Easy A, vielleicht für den einen oder anderen underwhelming, wenn man sich überlegt, okay, cool, er kann mit der 18 Key Greatly Attack stacken, er hat auch eine 50% Defense Race, der wird viel Schaden machen, wir haben Start of Turn 200% Attack in Defense und kriegen separat kalkuliert, wenn wir die 18 Key hitten, nochmal 240% Attack und Defense, was strong ist. Wenn ihr euch überlegt, hey, warte mal, das sind dieselben Zahlen, 240% separat kalkuliert wie das Super Saiyan Trio mit vollen 24 Key, da denkt man sich, boah, das ist schon echt strong. Zusätzlich auch nochmal 50% Attack im Attack Down oder Defense Down Status. Das Problem ist aber, ja, da hört es dann irgendwo auch auf. Defensive Capabilities hat diese Baseform hier nicht. Das ist ein bisschen schade. Also ich hätte mir hier auf jeden Fall Damage Reduction oder Guard schon gewünscht in dieser quasi Baseform. Gerade dadurch, dass man ihn stacken lassen kann, finde ich es persönlich sehr wichtig, dass man auch defensive Capabilities hat, damit man nicht gezwungen ist zu transformieren. Wobei man sagen muss, es ist eh eine Transformation, die immer quasi läuft und das ab der vierten Runde. Das heißt, ihr rotiert den quasi raus. Das ist ähnlich wie Blue Gogeta. Rausrotieren, dann kommt er zurück und ist in seiner Legendary Super Saiyan Form. Weil der Charakter, der ist jetzt nicht so gut in seiner Base Form. Muss man einfach so sagen. Er wird trotzdem hier und da normal standhalten können. Aber ohne Guard, ohne Damage Reduction sieht es nicht ganz so pralle aus. Wenn wir uns aber dann transformieren in den Legendary Super Saiyan Broly, dann sind wir auf jeden Fall mega, giga, ultra strong. Wir haben wieder sehr hohe separat kalkulierte Stats, vor allem offensiv. Wir verlieren leider Defense separat kalkuliert auf der Ultra Super Attack, welche wir in der Baseform noch haben. Ich denke, auch hier hätte man Attack und Defense plus 166% machen sollen. Das wäre nochmal besser gewesen. Aber er guardet jetzt, wenn er eine Ultra Super Attack macht. Und das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich denke, die Defense ist trotzdem noch ein bisschen low. Aber man könnte sagen, wenn hier Attack und Defense 166% wären, mit Guard, ich glaube, dann wären wir so bei 1,4 Millionen Defense, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber dann mit Guard zusammen wäre das völlig in Ordnung. Offensiv, müssen wir nicht drüber reden, ist das ein krankes Powerhouse. Das sehen wir nämlich auch, wenn wir uns die Berechnung anschauen von Luca. Shoutout geht raus an ihn, sehr sympathischer Dude und macht immer sehr gute Calculations, ist also schon lange drin im Game. Dementsprechend nehmen wir die einfach mal, weil er die gestern schon gemacht hat und mir die Zeit einfach fehlt. Und dementsprechend gucken wir uns das einfach mal an. Gegen einen Gegner sind wir bei 55 Millionen. Das Rainbow neben quasi dem L-Attack Broly. 22 Key, okay, quasi gegen einen Gegner. 24 Key gegen zwei Gegner wurde angenommen. Und wir sind hier Turn 3 gegen einen Gegner bei 60 Millionen. Das hier, also diese Zahlen sind noch nicht heftig. Das ist eine Baseform. Defensiv interessiert uns hier vor allem, okay, wo steht der Defensiv? Bei 1,1 Millionen. 40% Support, 1,2 Millionen. Ich muss sagen, ihr könnt L-Attack Broly tatsächlich sogar im Super Saiyan Trio Lead spielen. Und er wird sich hier und da einiges linken, weil seine Links sehr klassisch sind. Das heißt, ihr könntet L-Attack Broly auch einfach im Super Saiyan Trio Lead spielen. Er wird wahrscheinlich besser performen, weil er einfach bessere Defense haben wird. Dieser Doppel-Support mit 154% Defense insgesamt wird diesem Charakter wahrscheinlich ordentlich aushelfen und er wird bei weit über 1,2 Millionen Defense sein. Dementsprechend für mich sogar sieht Broly im Super Saiyan Trio Lead wahrscheinlich sogar am stärksten aus, anstatt dem Movie Bosses Team. Zumindest meine Meinung.
Okay, als Buddy hat man LRS der Broly genommen, nicht Tech Broly, LRS der Broly. Wenn wir uns transformieren, Turn 4 gegen einen Gegner, 112 Millionen. Also wir überschreiten hier ganz klar die 100 Millionen Marke. Wenn wir den Active Skill aktivieren, liegen wir so, sogar über 150 Millionen. Das ist sehr gut. Wenn man jetzt aber vergleicht, hey, okay, das kann zum Beispiel das Team Universe 7 genauso über 100 Millionen sein, damage-technisch. Aber quasi das Team Universe 7 hat auch noch eine sehr, sehr starke Verteidigung. Bei Broly, okay, Guard, in etwa ein bisschen, also besser als 50% Damage Reduction. Kann immer gut funktionieren. Wichtig ist halt nur, dass wir viel Defense haben. Wenn wir gegen einen Gegner fighten, liegen wir bei 980.000 Defense. Und wenn wir quasi dann noch Support haben, dann sind wir bei 1,1 Millionen. Ich weiß nicht, ob er hier den Support mit einkalkuliert hat von dem Tech Broly. Ich denke nicht. Aber so sieht das Ganze aus. Also, man muss sagen, Berserker wurde wahrscheinlich auch noch mit einkalkuliert. Das kann ich jetzt nicht, also kann ich hier nicht rauslesen aus dem Sheet. Aber offensiv sehr stark, defensiv okay, hätte besser sein können. Aber hier in der Legendary Form ist er sehr strong, vor allem im Super Saiyan Team. Im Super Saiyan Drioli Team. Stellt euch vor, wie viel Defense er haben wird mit Guard, mit diesem Doppel-Defense-Buff. Und noch mit Bulma. Das ist crazy. Das kann ich mir sehr geil vorstellen. Also da muss ich sagen, okay, da kann ich ihn schon sehen. Dann kommen wir noch zu Trunks und zu Videl, lesen uns die einmal kurz durch. Okay, dieser Charakter hat schon mal sehr, sehr viel Sachen. Attack and Defense 140% Start of Turn. Create Erase Defense für 3 Runden und Supreme Damage to Enemy und Raises Verbündete um 30% ihre Defense für eine Runde. Als ein Super Attack Effekt, okay, strong. Er kriegt zusätzlich 140% Attack und macht eine Additional Attack, welche zu 50% SA werden kann, wenn es dann Hybrid Saiyan noch im selben Turn gibt. Mhm. Hybrid Saiyan Verbündete, Key plus 1, Attack and Defense plus 25%. Weiterhin gibt es Key plus 1, Attack and Defense plus 25% für alle Verbündeten, die Gohan Teen oder Golden Kid im Namen haben. Okay, das kann wahrscheinlich gut funktionieren mit dem neuen Charakter, dem Part 2 LR, dem Karneval LR. Within the Character's Attacking Turn for 4 Runden von quasi dem Character's Entry Turn. Okay, das geht also quasi... Okay. Es geht also quasi nur die ersten 4 Runden. For 4 turns from the character's end return. Okay. Ein bisschen, das ist doch überarsch formuliert. Within the character's attacking turn, also in der Runde, wo er angreift, für 4 Runden ab dem Beginn von character's entry turn. Also so für mich hört sich das an, einmalig für 4 Runden, wenn er das erste Mal erscheint. Zusätzlich Defense, wenn er einen Attack abbekommt, eine 50% Dodge Chance, okay. Plus Additional Chance of Evading plus 20% als der erste Attacker, also 70% Dodge. Zusätzlich 140% Attack temporarily and High Chance of Performing Critical Hit upon the next character's next attack after Evading an Attack. Okay, eine Slot 1 Unit angeblich. Zusätzlich nochmal 20% Dodge Chance ab dem nächsten Attacking Turn jedes Mal, wenn der Charakter 5 oder mehr Attacks ausgewichen ist im Kampf. Okay. Also, interessante Gimmicks. Das heißt, immer nach 5 Angriffen hat er quasi eine 90% Dodge-Chance. Dann muss man das wahrscheinlich wieder aufbauen. Boah, für eine Free-to-Play-Unit würde ich den sowieso ungern in Slot 1 spielen. Und wenn, könnt ihr das nur, wenn die komplette Dodge-Chance quasi ab ist. I don't know. Ich bin noch nicht so der Fan. Mit einem Easy A könnte dieser Charakter irgendwann aber interessant aussehen, muss man sagen. Er hat sehr viel in seinem Kit verbaut. Sowohl Support als Dodge und so weiter und so fort. Ich denke einfach nur, eine Slot 1 Unit ist der Kerl nicht. Da muss man ehrlich sein. Defensiv wird er da einfach nicht rankommen. Wenn er mal nicht dodgt, ist er tot. Dementsprechend also für mich, abwarten auf sein Easy A. Active Skill. Defense plus 40%. Direct Enemies Attack towards the Character. Oh mein Gott, er hat einen Target Skill. Er hat sogar einen Target-Skill. Wann kann er das aktivieren? Kann aktiviert werden, wenn dieser Charakter 5 oder mehr Angriffe ausgewichen ist. Okay, hey, der Charakter ist legit nicht schlecht. Ihm fehlt es einfach so ein bisschen an Stats. Und vielleicht, also wenn er einen Easy A bekommen würde, zeitnah, dann ist es ein echt guter Charakter. No joke. Er kriegt Defense-Support, also er kriegt Defense obendrauf. Supportet auch nochmal. Und zwar hat dann auch noch 90% Dodge. Weil den könnt ihr aktivieren, wenn das hier quasi ab ist. Okay, finde ich nicht schlecht. Also da hat man sich was Cooles bei gedacht. Ich denke nur, momentan reicht einfach nicht die Power, die so im Hintergrund steht, bei ihm nicht aus. Okay, dann kommen wir zu Videl. Schauen uns das mal an. Die wurde nämlich Easy 8, Create Raise Defense für eine Runde.
Key plus 3, Key plus 1 bis hin zu 3, Attack and Defense plus 50% bis hin zu 150% pro Movie Heroes Verbündeten vom Team. Eine Chance auszuweichen plus 5%, also bis zu 15% pro Movie Heroes. Als der erste Attacker im Turn zusätzlich nochmal 120%, wenn sie supert, Attack. Dann nochmal zusätzlich Defense plus 120% für 5 Runden, nachdem sie einen Angriff ausgewichen ist. Nochmal 50% Dodge-Chance immer. Zusätzlich Defense plus 50% und eine Chance auszuweichen plus 8% nach, okay, mit jedem Attack, dem sie ausweicht, und das gilt nur für die Runde. Also ein sehr Dodge-lastiger Charakter wieder. Alle Verbündeten bekommen Support und zusätzlich kriegen sie dann nochmal Support für 2 Runden und macht eine Additional Attack Rate zu 50% des A werden kann als erste Attack in the Turn, also eine Slot 1 Unit. Aber auch hier muss man sagen, es ist halt auch wieder eine Free-to-Play-Unit, die voraussichtlich in Slot 1 nicht durchhalten wird. Da kann sie noch so viel Dodge haben. Das Problem ist, wenn sie nicht instant 90% Dodge aufwärts hat als Free-to-Play-Unit, wird sie legit einfach sterben. Einmal nicht dodgen und dead. So leicht ist das. Schade, aber man kann so sagen, zumindest haben die Free-to-Play-Charaktere Relevanz in vielleicht dem einen oder anderen Free-to-Play-Content und man kann sie einfach so reinwerfen. Ob Extreme Z-Area oder sowas, ja, da funktioniert das. Oder diese Support-Memory-Stages. Ich denke, am wichtigsten ist einfach, dass die Charaktere auch gut sind für Support-Memory-Stages oder so. Who knows? Aber ja, und Main-Teams für Hard-Content wird sowohl dieser Charakter als auch dieser Charakter den Cut nicht machen. Okay, kommen wir zum Schluss noch zu ein paar Missionen. Natürlich kriegen wir wieder Part 2 Missionen. Wir gehen auch ab morgen. Wir kriegen ein ganzes World Raid Celebration Ticket. Irgendwie weird, okay. Hoffen wir mal auf Part 2 Top Crossings für ein paar mehr. Dann haben wir die Step Up Summon Tickets. Da gibt es weitere für diesen LR garantierten Step Up Banner. Wir haben eine Sunny Campaign. Dann haben wir ebenfalls hier diese Baba Shop Treasure, die ihr euch verdient durch dieses eine Special Event oder Story Event. Wir haben eine weitere Stage für dieses quasi schwierige Event, wo ihr spezifische Charaktere mitnehmen müsst für Missionen. Ihr seht es auch an Stones, gibt es hier einiges, was man sich abgrasen kann. Hier ist ganz wichtig, ihr müsst einmal mit einem Gohan das Ganze gewinnen. Ihr müsst das einmal mit einem Goten gewinnen. Ihr müsst das einmal mit einem Trunks gewinnen. Und ihr müsst das einmal mit Videl gewinnen. Also das sind die Charaktere, die ihr mitnehmen müsst. Und für den Unique Title müsst ihr das auch mit 6 Planetary Destruction Units machen. Dann natürlich neue Stages für das Trunks Story Event, da wo auch Paragus herkommt. Wir kriegen jetzt 4 anstatt 3 Stones daily für dieses Suspicious Planet Event. Wir kriegen eine SBR Stage, 85, schon erwähnt quasi. Und dann haben wir quasi Missionen für die Extreme Sea Awakenings. Genauso wie die Coop Campaign. Soweit, so gut. Das soll alles am Data Download gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen aufklären, wie, wo und was. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut da rein.